Nach ein paar Startschwierigkeiten heiße ich euch willkommen zu Let's Play Tales of Symphonia und wir gehen nicht zum Tempel des Blitzes, Dawn of the New World. About how Silverant's less advanced society leaves him vulnerable to persecution by Tetha Onlans. Yeah. The worlds were united. Everyone is living together. So why is it still like that? They're scared. Huh? People reject those who are different and assume that the world they know is all that exists. As a result, they are unable to understand other points of view. Those thoughts lead to fear, and that fear leads to war. I believe that our ability to travel together despite our differences is due to the efforts we make to understand one another. I think you're right. On that note, let me take this opportunity to once again explain the magnificence of darkness. No! Und Krieg führt auf die dunkle Seite der Macht. Dann komm, nimm meinen Keks. In Mixo. So, kleinen Moment, ich fresse gerade mein Mikro. Okay, ich habe soweit sämtliche Bemühungen auf mich genommen. Aha, da ist es doch, Schwester! This town has a different air about it than the others we have visited. That is probably true. While it is located in Tetha Alla, the people living here have their own unique culture. So this is Sheena's hometown. I hope she's all right. I'm sure she is. Though she encountered many dangers on her previous journey, she always landed on her feet. We are all very lucky. It is the same luck that brought us together, so I'm confident things will work out. Thanks for saying that. It's odd. You're younger than me, but you feel like an older sister. Older sister? You can call me sister anytime you like. Komm her zu mir! Komm ins Licht! Kleine Schwester! Ich bringe dich zur Katz! Kleine Schwester! Ich kaufe hier ein bei der Typ hier mit der kleinen Hundeschwester! Und da bin ich gleich wieder da für euch! Dann hab ich Hustenkeuch! Bevor wir also nun dieses Dorf endlich erkunden und mit Genis und Rain sprechen, oder Genis, werde ich nochmal ganz kurz hier reingucken. Ich habe soweit fast alle Nebenaufgaben erledigt. Ich habe meine kleinen Schnuffel-Krümel-Hundi-Schnuffis, abgesehen von den zwei hier, weil die haben nichts verdient, bekocht. Hat sich auch gelohnt. Also ein bisschen für Weiterentwicklung. Ich habe noch eine einzige Quest offen. Stufe 5. Es ist Samstag, 2 Uhr. Gehst nach Hause, weil du aus der Kneipe rausgeschmissen wurdest. Nein. Und zwar, Mau, es wird ein Level über 80 empfohlen. Möchtest du diese Aufgabe annehmen? Ich habe keine Ahnung, was Drachenzorn ist, außer bei WoW, da war es ein Stab. Super. Ich werde es einfach mal versuchen. Ja, sollte ich es nicht schaffen, ist diese Aufgabe misslungen. Ich kann sie nie wieder vollziehen. Dann werde ich einfach laden und es ein andermal versuchen. So. Oh mein Gott, die drei Pikiniere von der Bundeswehr. Danke, dass du gekommen bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Bitte bring uns um. Ich meine, alles bei, was du weißt. In Ordnung. Mach es uns nicht so einfach. Zeig uns, was du drauf hast. Wir schlagen zurück, so gut wir können. Wie bitte? Oh mein Gott, das ist, Boss-Time. Event mit Lade. Oh mein Gott, sie haben sich vervielfältigt. Es sind Karnickel-Helmis. Hilfe, Hilfe. Ja, genau, ich habe den... Ach du Scheiße. Also der Hund macht... Scheiße! Ah! Jetzt klingelt es auch noch bei mir. Kleinen Moment! Okay, da bin ich wieder. Aber was ist? Da drehst du den ganzen Abend nur Däumchen, sitzt rum und was ist? Nichts! Und dann nimmst du oder fängst du gerade an aufzunehmen und was ist? Alles! Ich habe Angst vor den Leuten. Aber ich werde geheilt! Ha! Verdammt, die Heilung ist weg! Moment! Lasst mich mal was tun! Ihr Penner! Ich komme zu gar nichts. Ich kippe um und da bin ich schon wieder. So, jetzt gibt's... Super Schnetz... Mach was! Mach was! Mach was! Oh Gott! Achso, ich habe die ganze Zeit die falsche Kombination gedrückt. Oh, ich habe vergessen, einen Heiltrank zu kaufen. So, jetzt! Bam, 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 bam! Nein, jetzt aber! So, richtige Tastenkombination und... Teufelshöllenfeuer. Ja, ich habe gesehen, dass bei mir was umgekippt ist, aber da kann ich jetzt nichts dran machen, weil ich jetzt gerade nichts reinwerfen kann, weil der Typ jetzt hier gerade abgeht und hoffentlich allen den Hintern versohlt. Da bin ich hier, wird doch mal weiterkommen. Das Problem ist, wir fressen keinen Schaden. Jo, oh Gott, jetzt habe ich vergessen, dieses Einsaufuhr. Nein, doch nicht. Oh, ich liebe diesen Gesichtsausdruck.
macht zwar keinen Schaden, aber trotzdem. Oh, da ist fast hinüber. Nämlich ich. S-Hundi. Jawohl. Lauft hinterher. Genau, folgt mir. Wir machen jetzt einen Eiertanz. Statt so stark, ich weiß nicht, was passiert ist, aber Trank des Lebens für die Liebe, die mir gerade den Weg versperrt, damit ich fast umkippe. So, macht was. Macht was. Zaubert. Halt mich. Egal. Macht irgendwas. Kö killt sie. Ja, lauft an Martha vorbei, weil ihr blöd seid. KI. Wer braucht sowas? Oh, scheiße. Hund ist tot. Moment. Dann wollen wir ihn nochmal... Ach man, ich könnte ja auch ein Item benutzen, ne? Das wäre mal eine Idee. Oh, oh. Nein, 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 nein. Jetzt kann ich nochmal ein Item benutzen. Oh Gott, alles hinüber hier. Was haben wir denn hier? Zitronen. Okay, erst du. Erst du, dann du. Und die Martha stirbt jetzt auch im Nu. Aber ich kann noch einen Heiltrank Lebenstrank schmeißen. Jetzt ist er hinter mir. Das ist meine Taktik. Ich werde abwarten, dass der Hund was tut. Ja genau, das ist jetzt... Ich bin jetzt auf Taktik, weil ich hier gerade mit Martha irgendwie rumhantiere. So, dann machen wir mal einen Trank des Lebens. Meine Viechers dürfen dann gerne ein bisschen Schaden machen, dass sich die Leiste unten wieder auffüllt. So. Okay, macht was. Macht was. Macht was. Jawohl, jetzt. Bums, bums, und... Ich habe nicht genug Magiepunkte, ich fasse es nicht. Mischgummi. Ja, komm, machen wir mal Mischgummi. Dann bin ich wieder voll, kann weg. Oh, scheiße, sie sind alle hinter mir her. Sie sind alle hinter mir her. Wow, Hund. Hund steht nicht im Weg, das finde ich gut. So, mal sehen, ob das reicht. Ein Heiltrank für durch und jetzt wieder weglaufen. Das finde ich, jawohl. Genau, come back from the abyss of death. Abyss. Was machst du? Irgendwas wird jetzt resurrected. So, okay. So. Jetzt. Wumms. Nichts ist useless. Das ist Taktik. Mit total überpowerten Fähigkeiten. Aber was soll ich dran machen? Sie sind Level 8. Ich hätte gerne diese Quest vom Hals ab. Ich bin ja schon froh, dass es keine... Wie gesagt, ich bin ja im Grunde schon froh, dass es kein richtiger Dungeon ist. Ich glaube, das hätte ich total vergessen können, weil die Gegner dann auch, also ich meine die Standardgegner, die dann auch schon die Hintern über den Konsolen hätten. Ich meine, das ist eine sehr entbehrungsreiche Schlacht. Aha, geh weg, genau, tu was. Mach irgendwas. Soll ich, ich glaube, ich benutze tatsächlich mein Objekt. Ja, Objekt und Objekt schlecht hier. Erstmal meine Charaktere wieder ein wenig zusammenhalten, wobei... Die ja, das ist das Schöne. Sie laufen mir alle blöd hinterher und der Rest muss erstmal Schaden oder sowas machen. Oh, einer ist schon tot. Einer ist schon tot. Einer ist schon tot. Die anderen werde ich jetzt mir einzeln nacheinander vornehmen. Oder auch nicht. Oh ja, Explosion. Wow. Aua. Nicht ins Kreuz. Nicht ins Kreuz. Nicht ins Kreuz. Ich benutze noch ein Mischgummi, damit ich wieder mehr Punkte kriege. Also auch zum Rumkürzen. Ja, das ist, ich meine, jetzt mittlerweile sieht man es sogar ein wenig. Nein, 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 überleben. Wenn man hier nicht alles selber macht. Wobei ich bewege mich gerade in schlechte... Wann darf ich denn mal wieder ein Objekt benutzen, liebe Sush? Oh, ich kann wieder Einsaufuhr. Ich muss auch mal an Einsaugkur. Nein, nicht, nein, ich blocke alles. Oh, scheiße, ich habe meines Teil aber benutzt. Ja, Hund, mach was. Genau, ich bin jetzt hier Overlord. Dungeon Master. Nee, Keeper. Keeper war's. So. Keepen wir den hier mal im Leben. Der ist nämlich wichtiger als nur. Und dann kann man ihn hier von hinten noch eine schöne rein, ja. Oh, sie hat sich in mich rein teleportiert. Das finde ich gut. Move, PlayStation. Lauf weg, lauf weg. Bitte nicht den Weg verstellen. Einfach weglaufen. So, ich weiß, Martha liegt noch am Boden, aber Martha wird jetzt gleich auferstehen und... Dieser Kampf ist langweilig. Es tut mir leid, er ist langweilig ohne Ende. Aber ich finde es gut, was für eine Taktik hier gerade. Was macht... Oh mein Gott. Was war das denn? Oh ja, mehr Explosionen. Wir brauchen mehr Explosionen. Dann gucken auch die ganzen Kiddies zu. Ja, benutzt auch nochmal ein Zitronengummi für dich. Du hast genug Marie und unsere Tankpunkte. Und ich könnte immer noch... Ich könnte gerade kotzen, dass ich den Allesteiler benutzt habe, der... reduziert nämlich sämtliche ja, sämtliche Schadenswerte, die hervorgebracht werden, um die Hälfte. Das heißt auch die, die ich benutze. Also auch mein Schaden. Deswegen dauert dieser Kampf jetzt länger. Und warum machst du nichts? Oh nein, da ist die Martha schon wieder hinüber und legt sich wieder zu mir aufs Knie. So, hier, komm wieder. Ja, ich weiß, ich könnte nochmal Einsaugkur benutzen, aber
Irgendwie lohnt es sich auch nicht, finde ich. Keine Ahnung. Moment, ich habe gerade irgendwie einen kleinen falschen Typen im Visier. Habe ich gerade den noch? Okay, machen wir erstmal den hier platt. Der hat nämlich weniger Lebenspunkte, glaube ich. So, bitte nochmal. Wieso greife ich andauernd den falschen Typen an? So, wieso? Ah, das wird teuer. Ich hoffe, die droppen genug Energie. Bums! Nein! Damit haben wir nicht gewettet. So, macht was! Macht was! Macht irgendwas! Haut den um! Der ist hinter mir her! Umhauen! Umhauen, sage ich! Nein, nicht mich! Okay, der Hund ist mein bester Freund. Also nicht nur, weil der Hund ist... oh mein Gott. Wenn ich sterbe, ist der Kampf gelaufen. Weil dann sind alle menschlichen Charaktere, also Nicht-Monster, tot. Und... Mach doch nochmal Explosion! Ach so, sie hat nur noch drei Dingspunkte. Da ist es fast passiert! Da ist es fast passiert! Da ist er tot, ist er! Benutzt du nochmal den hier? Ja, stelle mich jetzt gerade auf den letzten Metern, aber echt kacke. Yes! Wow! Sieg! 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 Oh, das ist aber noch einer sagen. Ich habe hier keine Taktik drauf, auch wenn sie langweilig ist. Ich keine Great kriege, obwohl ich hier Level 80 Herausforderungen gemeistert habe. Und einen Drachenzorn, den Stab des Vibrierens oder was auch immer. Danke, wir sollten jetzt im Kampf ein bisschen länger durchhalten können. Ihr habt schon zu lange durchgehalten. Freut mich, wenn ich helfen konnte. Moment, ein bisschen länger durchhalten? Soll das heißen, dass ihr immer noch gegen die Monster verliert? Dann will ich nicht gegen die Monster, gegen die sie verlieren, kämpfen. Drachenzorn, ich hoffe, das hat sich gelohnt. Ich habe nämlich keine Ahnung, was es ist. Es hat aber was mit Ladezeiten zu tun. Es tut mir leid, dass das jetzt doch etwas länger gedauert hat, als ich es eigentlich machen wollte. Mao, gut gemacht. Hier hast du eine Belohnung vom Kunden. Drachenzorn, oh yeah. Mal. Es ist nur eine scheiß Zutat. Der einzige Schüppel, die auf dem Drachenhals in die andere Richtung wächst. Abgesehen von Pickeln. Berührt man sie, wird der Drache sehr wütend. Ja, toll. Klasse. Ich gehe dann jetzt einfach mal in die Sequenz rein. Eigentlich wollte ich jetzt wieder einkaufen gehen, aber nein, man lässt mich nicht. Just as we thought, it's happening in other cities as well. Rain! Genus! Persea? And Emil and Marta too! What are you doing here? I brought these two with me from Altamira at Sheena's request. Altamira? Why were you in Altamira? Um Urlaub zu machen. Dreadful things have happened, you see. Bla 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 bla. So that's what happened. You three were wise to come here. It's just as Magnar said. The Vanguard is instigating violent uprisings in cities around the world. Weiß nicht. Hört sich immer noch nicht so bedrohlich an. Es tut mir leid, irgendwie ist es dunkel geworden. Death to all Tether Owlins! For the pride of Silverant! Rise up against Tether Allah! Long live the Silverant Dynasty! Lang lebe Helmut Kohl. Und die Ladezeiten natürlich. The political situation was already unstable after the world unification. The Vanguard is fanning the flames of the populace's dissatisfaction with the Tether Allens and the Church of Martell. And there's no way to stop the revolts. What about Tether Allah's royal army? I'm sure they have their hands full with just the Tether Allens cities. And if the Martell Knights try to put down the riots, it will only increase the intensity of the Vanguard's opposition. It doesn't help that there's still no unified government in Silverant. This isn't the sort of thing that a city watch could handle by itself. And they are planning on using a mana cannon. If they get that capability, not even the royal army could stand against them. Let's report all of this to Elder Igaguri. If the Vanguard needs Ratatosk's core, then we still have a chance. Right. Wie wäre es, hätten wir das nicht direkt mit dem ältesten Igaguri gesprochen? Dann hätten wir uns das jetzt sparen können. Der älteste Igaguri wohnt in diesem Haus. Und ruft mich gerade an. Kleinen Moment. Ich habe keine Ahnung, ob das Telefonklingeln hier rübergekommen ist. Aber die Übersetzung dessen, was besprochen wurde, sehen wir jetzt. Perseia? It's... Genus, it has been a while.
Brisea, I... Ozette! Yes. Thanks to your help, Ozette is on its way to recovery. Miss? Yes. With the support provided by Lezzareno Mystic Supply, life in the village has returned to normal. Brisea, your ability to translate Genus' stuttering has improved immensely. Thank you. I'm used to it now. Ich wette, der Genus ist gerade was größer geworden. Ist er wirklich größer geworden? Was hat Igaguri zu sagen? Werden hier noch mehr Skills auftauchen? Und warum kann man dieses Haus doch betreten? Verdammt. Und was macht der da? Betet er das Gemüse an? All dies und mehr in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia 2 Dawn of the New World. Und für alle die, die jetzt noch zuhören, Knutschi!